klar. Alles klar, Bibel klar. Und ich finde dann so passende Verse, die könnte ich bestimmt irgendwie anwenden, zum Beispiel in den Mund von Kriegsflüchtlingen zu legen, diese Verse, die da heißt: Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn erglänzt über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und tiefes Dunkel die Völker. Aber über dir, über den wiedergeborenen Christen, geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Kann ich das nicht passend, so passend anwenden auf unsere Jetztzeit? Diese Finsternis über den Völkern, wo sie dastehen in Ratlosigkeit. Ja, wie geht es weiter? Eine Energiekrise, dann wieder die Umweltkrise, dann ach, all die Nöte. Und das wird immer schlimmer. Die stehen da und greifen sich in die Haare und können sich nicht mehr helfen. Aber über dir, über den wahrhaft Wiedergeborenen, erscheint etwas anderes, nämlich Gott selbst mit seiner Herrlichkeit. Das zu begreifen, das ist ein ganz anderes Lied, das da gesungen wird. Das ist eine ganz andere Lebensweise. Aber mache dich auf und werde Licht. Interessant. Es gibt ein noch lichter werden, noch heller werden, noch aufrichtiger, noch ehrlicher, noch gottabhängiger werden, noch enger verknüpft an ihn mit seiner Liebe. Ja, da ist eine Entwicklungsform und die wird die Endzeit auch wieder enorm beschleunigen zum Guten. Denn unser Licht, Jesus selbst ist das Licht, die Sonne der Gerechtigkeit, ist am Kommen, am Erscheinen. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. Wie fühlt es sich an, wie Gott verlassen fühlen sich die Christen an, die jetzt fliehen, die jetzt da sitzen in irgendwelchen Bunkern oder sonst wo? Ach ja, verlassen fühlen sich, aber sie werden mit großer Barmherzigkeit gesammelt. Im überwallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Und das soll mir sein wie die Wasser Noahs. Denn wie ich geschworen habe, dass die Wasser Noahs nimmermehr über die Erde überfluten sollen, also habe ich geschworen, dass ich nimmermehr über dich zürnen noch dich schelten wolle. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Für die Christen ist Gott ein barmherziger Herr, auch wenn sie durch Verfolgung, durch Nöte, durch Bedrängnisse hier und da scheinbar in einem Augenblick so aussieht, dass sie unter Gottes Zorngericht hineinkommt. Denn der Zorn Gottes fängt auch an im Hause Gottes, da, wo Dinge nicht recht sind. Aber, nun beachte dich und nun bedenkenswert. So wie die Wassersintflut gekommen ist und Gott gesagt hat, die wird nie wieder kommen, so werden wir einen Himmel erben, wo keine Sintflut, keine Vernichtung, kein Verderben, kein Tod uns in alle Ewigkeit mehr erreichen wird. Stattdessen ein Jubelton über das Erbarmen Gottes. Gott, wie bist du? Wer bist du? Wie gnädig, wie barmherzig, wie wohltuend ist die himmlische Herrlichkeit. Denkt an den Himmel. Denkt daran, dass das Leiden der Jetztzeit nicht im Vergleich steht zu dem, was es gilt für die Aufrichtigen, dass sie es erben werden. Ja, da werden wir dann sagen, Herr Ort, die paar Erdenjahre in Not und Schwierigkeit und Bedrängnis, die sind nicht zu betrachten gegenüber der Herrlichkeit Gottes. Man könnte nun hinsichtlich all der enormen Schmerzen, Leiden und Nöte der gesamten Menschheit in der Endzeit, könnte man so eine Einstellung
gewinnen, dass Gott, Allmächtiger, Allwissender, du lässt das zu? Bist du nicht dafür irgend verantwortlich zu machen? Und da dann kann man falsch denken, weil wenn ich lese, was hat sich der Mensch selber eingebrockt? Ja, komm, lies doch den Anfang der Bibel, was war da? Gott, wenn es nur allein nach seinem Wunschwillen gegangen wäre, dann würden wir heute allesamt in dem Paradies mit unseren Ureltern Adam und Eva in Herrlichkeit leben und dieses Erdreich genießen. Angenommen, es wäre nie der Sündenfall gekommen. Was für ein Leben hat, wäre dann tatsächlich möglich, sollte es sein, wäre doch schön, wäre herrlich. Ja, das war ein Gedanke Gottes, das Paradies, das Leben in der Gemeinschaft mit Gott, das Leben im herrlichen Voraussichten mit einem irdischen Leib. Und nun entscheiden sich Adam und Eva aber, weil Gott der Liebe keine kleinen Computer ins Paradies gesetzt hat, sondern Geschöpfe mit der Möglichkeit einer eigenwilligen Liebesentscheidung oder eben dem Entgegengesetzten. Ich will nicht das, was Gott will. Ich will mein eigenes Ding. Und da ist das Kernproblem, wo der Mensch sich entscheidet. Und jetzt haben wir diese Resultate, dass der Mensch für den Menschen das größte Ungeheuer, der größte Feind, die größte Vernichtung wird, die man sich noch denken kann. Wer ist zur Verantwortung zu ziehen?